Yo, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fiesta Online. Wir legen einmal direkt los, machen den Epis, bekommen 3 weitere Prozent, weil wir 96% haben und gehen dann wieder rüber zu den wunderschönen Bäumen. Da, wo ich ja in der vorletzten Folge stehen geblieben bin, 58 zu 19, wir haben auf jeden Fall noch was vor. Ja, weil so wie ich es gehört habe, sowohl demnächst wohl der Server, wie heißt es, wird jetzt Server-Zusammenlegung stattfinden. Das heißt, die Server, welche haben wir denn? Nature, EP, Teva, Apollin. Die werden wohl alle zusammengelegt zu einem großen Server, der jetzt Malefar heißen wird. Warum auch immer die den Namen Malefar gewählt haben, aber okay. Das wird wohl morgen stattfinden. Ich hoffe, dass wenn die Folge online kommt, das heute ist, also am Dienstag. Da werden alle Server runtergefahren werden. Und das heißt, man kann auf dem EU, also sprich auch Spanien, Frankreich, alle Server nicht mehr zugreifen. Ja, mal gucken, wie es werden wird. Ob da vielleicht die wieder irgendwas, lol, wir haben Felsen bekommen erstmal. Mal wieder. Weil die Frage wird halt sein, was verändert sich dann noch mehr? Also Eisel legen sie nicht dazu, mit der Begründung, obwohl hier ist ein höherer Datenvolumen als auf den anderen Server. Gut. Naja, dann ist es halt so. Es kann natürlich passieren, dass der Server jetzt nochmal leerer wird. Das ist ja jetzt schon eine sehr interessante Sache, weil der Server ja nicht mehr so voll ist wie früher. Durch den Kasus-Server. Und je nachdem, was genau jetzt passieren wird, entweder der Kasus-Server wird auch wieder leerer. Denn die Leute, die gerade auf Kasus spielen, gehen jetzt halt rüber auf, sag mal schnell, auf den Dingsterbumster hier, auf den Malefar-Server. Das kann halt jetzt passieren. Die Leute, die hier spielen, gehen alle rüber. Also, das ist wohl noch eine gute Frage, was da genau passieren wird. Und wie sich das Ganze noch entwickeln wird. Ich hoffe natürlich jetzt, dass der Server jetzt so bleibt, wie er ist, weil noch leerer, ja, dann können sie den direkt mit dazu schmeißen, nur noch 2 Server machen. Oder was noch einfacher ist, einen ganzen Server für alles. Dass er nur noch einen Server zur Auswahl hat. Ja, mal gucken auf jeden Fall, wie es wird. Auf der einen Seite ist es natürlich cool, denn man hat dann so viele, ein bisschen mehr Menschen, die vielleicht spielen können als jetzt zum Beispiel, weil jetzt ist er wirklich so auf 2 Server verteilt und die anderen alle Server sind tot. Auf der anderen Seite sind es natürlich auch wieder Sparkosten, die hier wieder mit eintreten. Heißt also im Endeffekt, dass man nicht so viel Geld für die ganzen Server bezahlen muss und deswegen also eine Einsparung vornimmt. Würde ich jetzt mal sagen, weil ansonsten wüsste ich halt nicht, warum die das machen. Gut. Außer weil da keine Aktivität herrscht. Ob da die das wirklich vielleicht verbessern, kann sein, muss aber nicht. Aber ich glaube, die Preise werden ja sowieso explodieren dort. Weil das Problem ist halt einerseits dadurch, da waren ja auf den ganzen Server, ich sag mal, ein Gambug. Gut, ist es vielleicht auf Eisel und so auch nicht anders gewesen. Weil die finden ja immer einen Weg, sowas zu machen. Aber dort ist ja sowieso ganz extrem gewesen. Die Leute, die so viele Gems haben, ja, die bieten dann auch alles für 990 Gem an, sag ich mal. Und solche Leute wie ich, die sowieso kein Geld haben, haben dann natürlich immer noch die Arschkarte. Klar habe ich jetzt zum Beispiel auf dem Server Teva einen Char gehabt, 130. Ja, da war ich sehr, sehr stolz drauf, muss ich sagen. Aber naja, da war der 130 der höchste. Und wenn man jetzt anguckt, habe ich hier auf diesem Server 2 Chars auf 140, einen auf 136 jetzt schon. Ja, ist ein großer Unterschied. Auf jeden Fall. Gut, so, wo sind denn jetzt unsere wunderschönen Bäume? Fast, wir sind fast da. So, dass wir dann hier auf jeden Fall weiter loslegen können. Mal hoffen, dass wir die dann irgendwann fertig haben. 12 Minuten habe ich die noch. Sehr gut. Da freue ich mich drüber, dass wir vielleicht nochmal ein bisschen schneller sind unterwegs hier. Mal schauen, wir gehen auf unsere Lieblingsposition, da wo 3 Stück sind. Da wo wir ja sonst auch immer sind, sage ich mal. So, und dann haben wir hier den ersten, da haben wir den zweiten. Wo haben wir denn noch 2 andere oder einen anderen nicht da? Okay, dann heißt es wohl, wir müssen ein bisschen weiter gucken, was da jetzt genau los ist, weil so geht es natürlich gar nicht, dass wir nur 2 Stück hier haben. Das, ach guck mal, da haben wir schon einen. Sehr gut. Dann haben wir wieder 3. So, wenn ich mir den auch nochmal dazu hole, dann gucke ich mal, wie wir das jetzt machen werden. So, einmal eben hier Nova. Zick. Dann können wir ja wieder mit den Ohren alles drauf klatschen, ne? Das geht ja jetzt wieder, wenn die schön eingefroren sind. So, dann hoffe ich mal, dass die sehr gute Robben werden und wir die Quest halt so schnell wie möglich fertig haben, ne? Das ist ja jetzt das nächste Ziel von uns, dass wir die Quest fertig machen. Oh mein Gott. Und die hauen auf jeden Fall immer noch drauf.
Daran hat sich ja nichts geändert. So. Doch, das können wir benutzen. Oh mein Gott, jetzt tun wir natürlich nochmal einen ran. Jetzt kommt auch noch dieser doofe Tamaro, den ich gar nicht brauche. Moment, machen wir mal so hier. Dann einmal eben Nova und Meteor. Damit den doppelten, dreifachen Slow bekommen. Guck mal, da haben wir sogar Pilze rausbekommen. Zwei Stück. Die nehme ich selbstverständlich sehr gerne mit. Aber sowas von ohne Probleme. So, da wäre es nur noch. Ja, guck, 49 Stück brauchen. So, verfolgen mich denn alle? Ich hoffe schon. Gehen wir aber nochmal uns im Kreis hier. Dann können wir uns wegteleportieren eben. Zack, dann können wir nämlich nochmal Meteor hinschmeißen. Dann nochmal Nova hinterher. Genau, 49 brauchen wir noch. Ja, guck, es läuft. Währenddessen wir noch... Oh mein Gott, dieser Tamaro, ne? Währenddessen wir noch 55, Kills brauchen. Mach ich dann einfach mal so, ganz ehrlich. Dann haben wir mal wieder einen Prozent verloren. Also dieser Tamaro, der geht mir so auf den Sack, ganz ehrlich, ey. Weil ich gar nicht, wie oft ich ganz ehrlich benutzt habe, aber der ist richtig übel. Aber ich schleudere nicht mehr weg, ne? Das ist, ach ja, komm, brich auch noch ab. Jetzt, belimmt er sich aber ganz wieder Diva hier, der Char. Jetzt hat er gar keinen Bock auf alles. Gut, dann machen wir mal so hier. Nochmal Meteor. Und dann einmal nochmal Inferno. Gut, dann haben wir nur noch einen, ne? Ja, dann haben wir nur noch einen. Den nehmen wir aber mit, sag ich mal. Und Musik wechseln wir auch einmal um. So, dann haben wir zumindest jetzt unsere ganzen Rollen resettet. Oh Mann, ich hab immer noch Husten beim Lachen. Ich darf immer noch nicht laden. Sonst sterbe ich hier noch weg. Moment, guck mal, wir können uns ja einmal aus Reiz hier setzen, damit wir... So, der hat sich dann wohl mit resettet. Gut zu wissen. So, dann setzen wir hier nochmal eine Nova hin. Check, einen Baum können wir ja noch rein. Theoretisch, guck mal, da hinten haben wir schon einen Baum, sehr gut. Den nehmen wir dann nochmal mit. Dann einmal nochmal Meteor. Nochmal Nova. Damit die auch wirklich alle eingefroren sind. Gut, jetzt haben wir auch, guck mal, wir haben sogar 4% gerade bekommen. Gut, nehme ich auch an, ich habe ja gesagt, 96. Das war jetzt die Rache dafür, dass wir zu viel bekommen haben, würde ich mal sagen, an der Stelle. So, dann nehmen wir den einen Pilz ja auch nochmal mit, genauso wie den Trank. Den Trank nehme ich auch sehr gerne mit. Achso, wir haben immer Lebensregeneration und nochmal, achso. Jetzt haben wir die zwei. Och man, also Fiesta ist manchmal so ein Gammelspiel, ganz ehrlich, ne? Du wechselst den Gegner, er bricht ab. Du drückst einmal Escape, er bricht ab. Obwohl du es vielleicht für eine ganz andere Sequenz brauchst, wie zum Beispiel Inventar. Du willst Inventar schließen, drückst deswegen Escape und der bricht aber die Nova ab. Ja, so ein doofes Spiel und trotzdem spielen wir das. Zack, die Musik wechselt mir auch nicht mehr um. Also keine Ahnung, was heute los ist hier. Richtig traurige Musik am Start. So, dann haben wir nochmal zum Beispiel hier eben einen Trank bekommen. Nehme ich mit, sogar zwei. Jetzt ist hier nichts mehr los. Wo sind denn die ganzen Monster? Ich verstehe es nicht. So, dann nehmen wir die beiden ja auch nochmal mit hier. Dann laufen wir mal auf die andere Seite. Vielleicht sieht es ja dort besser aus. You never know, was da los ist. Ja, guck mal. Da haben wir zum Beispiel einen mehr. Und den nehme ich auch mit. So, dann werfen wir einmal einen Meteor hin. Den einen würde ich mal sagen, nehmen wir mal mit. Ne, ja genau, guck mal, den nehmen wir jetzt schön brav mit. Dann muss ich mal gucken, wie ich das Ganze machen möchte, dass ich alle mit erwische, sehr gut. Habe ich auch eigentlich alle erwischt jetzt. So, zack. Machen wir es mal so, den haben wir auch down, aber die sind zu faul zum Droppen. Wobei, drei Drops haben wir ja heute bekommen, ne? Also ich will mich da jetzt nicht beschweren, es gibt auch schlimmere Sachen. Da bin ich mit drei völlig gut mit dabei. Wohl oder übel. Zack, dann einmal nochmal Nova. Und dann nochmal gereicht Inferno. So viel Damage wie möglich abgeben. Guck mal, da hinten ist nochmal ein Baum, den nehme ich auch nochmal fröhlich mit. Einmal nochmal Meteor, ach Meteor sei schon Nova. Damit haben wir den auch den schon mal fertig. Hallo? Bitte visieren Sie diesen Baum an. Und nicht irgendeine Pflanze, die ich gar nicht brauche vielleicht. So, dann sind wir schon mal bei 69. Und ein paar Minütchen haben wir ja noch, das ist wunderbar.
So, zack, dann haben wir nochmal hier Nova. Können wir auch hier nochmal eine Nova hinschmeißen. Genau, dann machen wir in der nächsten Folge 99% drüber, ne? Und dann heißt es zwei Folgen, wir sind dann 137. Dann haben wir schon mal zwei Level vom Captain Norm, neuen Cap schon geschafft. Konnten zumindest. Ja, ist auf jeden Fall belastend, wenn man sich so überlegt, wie es früher lief. Also, das Cap ist wirklich, naja, ist mal für die Tonne. Also, wenn du dir das hier anguckst, das ist wirklich für die Tonne. Oha. Kommt. Einmal bitte hier sehr gut alle einfrieren. Hauptsache beim Meteor geht es, ne? Dass er diesen Trank reingeht, aber nicht bei der Nova. Ganz mehr. Ach, guck mal, die sind sogar beide down. Ja, sehr gut. Darüber freue ich mich natürlich. Dann machen wir den hier auch nochmal. Oh, okay, der hat nochmal zwei gedroppt. Sehr, sehr freundlich von ihm, dass er sowas Nettes macht, die zu droppen. Ja, dann fehlen uns mir 946 Stück. Die Hälfte ist ja bei 35, ne? Ja, genau. Puh, da, ja. Und da bräuchten wir einen Droppi. Ja gut, die GMs sagen ja, ne? Droppis können wir ja machen hier. Problem ist halt, wer bleibt denn hier die ganze Zeit ein Droppi, wenn wir die quasi gar nicht brauchen? Da wäre es ja eigentlich am optimalsten, nochmal mein Dings mitzunehmen, mein Waldi. Damit es doppelt und dreifach droppt. Das wäre ja eigentlich am besten. Also ich habe das Gefühl, die haben da wirklich ausgestellt. Die Funktion mit dem Wegschubsen bei den Tamaros. Zack, einmal alle am besten nochmal hier durchgezogen durch die Nova, genau, sehr gut. Ja, nehmt ihr euch an, jawohl, der hat hier auch noch alle angenommen, sehr gut. Dann haben wir nochmal Inferno, zack, dann haben wir den fertig. Okay, dann machen wir 75, 75 eine gute Zahl, dann ist bei mir auch schon wieder knapp alles. Das ist halt bei mir auch schon wieder vorbei. Die Zeit, die Rennen, das ist schrecklich. Also so kann man wirklich auch kaum was erreichen, da muss wirklich so viel Zeit reinstecken. Aber zumindest haben wir schon mal 75, das heißt wir brauchen nur noch 40, ja. Wir brauchen nur noch 40 von den Bäumen. Dann haben wir es auch geschafft. Na, der hat aber nichts gedroppt. Okay, damit würde ich an der Stelle sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht, einen Daumen da nach unten. Aber bitte kommentiert in den Kommentaren, wieso, weshalb, warum. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein.